Der Spielmannszug. Tradition bei den Husumer Hafentagen. Aber dieses Jahr gibt es auch Neues. Den Markt der Vielfalt zum Beispiel. Hier können Unternehmen und Institutionen aus der Region Selbstgemachtes und Handgemachtes ausstellen. Wie zum Beispiel Upcycling-Möbel, die Arbeitssuchende in einem Projekt des Diakonischen Werkes herstellen. Wir haben zum Beispiel alte Kuhtränken geschenkt bekommen oder altes Holz aus dem Hafen, aus dem Husumer Hafen. Haben die aufgearbeitet, gebürstet, geölt, bisschen konserviert mit so einem Rostöl, so eine Lampenfassung da eingesetzt und genau, sonst wäre das auf den Schrott gewandert und so hat jemand vielleicht noch eine Freude an einer tollen Stehlampe. Außerdem neu dieses Jahr die Möglichkeit, auf einem Katamaran anderthalbstündige Segelturns aus dem Außenhafen in die Nordsee zu buchen. Ja, einmal das Segeln, die Ruhe, die dann herrscht. Wir sehen meistens Seehunde, je nachdem, ob sie auf den Sandbänken liegen oder schwimmen, manchmal auch Schweinswale. Ja, die ganze Vogelwelt ist hier unterwegs und einfach mal dieses Relax-Gefühl zu zeigen, wenn wir die Segel oben haben und die Motoren aus sind. Sonntagnacht enden die Hafentage mit einem Feuerwerk am Hafenbecken. Bis dahin können Besucher in der Innenstadt den Husumbus frei nutzen.